Ja, und ich kann vielleicht ein bisschen Danke sagen auf diese Art ja, auch hier. Lassen wir auf, Herr Goski? Ja, ja, los. Mhm. Ja, na dann. Hier sind die Maler. Ist ja lieb. Dankeschön. Den nehmen wir nicht. Dankeschön. Ist aber schön und wieder so schön sauber, alles zusammengelegt. Da freue ich mich aber wieder. Und da werden sich ganz viele wieder viel freuen. Oi. Das ist aber nett. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Tag, Jana, das ist aber wieder schön. Ja, Entschuldigung, dass wir ein bisschen spät gekommen sind, aber es ließ sich leider nicht machen. Guten Tag, ist aber schön. Ja, ich sag schnell guten Tag, ist aber nett. Ich habe ja hier schon um die Ecke geguckt und Sie haben ja so schön wieder alles vorbereitet. Ist aber lieb, ja. Danke wieder für den herzlichen Empfang bei Ihnen und wir können... Ja, wir freuen uns auch, dass Sie unserer Einladung wie alle Jahre wieder gefolgt sind. Wir haben alle fleißig gesammelt, ja, sind wieder viele Sachspenden zusammengekommen, jeglicher Art, Textilien, ja. Schuhe, Fahrräder und viele unserer Mitglieder der Volkssolidarität, wir tragen auch den Namen nicht umsonst, Volkssolidarität, haben ihre Herzen geöffnet und auch eine Geldspende für Sie zurechtgehalten, möchte ich Ihnen überreichen. Es sind 162 Euro für Sie. Das wir ist wissen, aber nett. Das ist aber nett. Tausende Kilometer brauchen viel Sprit. Vielleicht hilft das für ein paar Kilometer. Denken, dass wir vielen Kindern eine ganz kleine Freude machen können. Eine ganz große. Die eben gar nichts haben. Ja. Nicht? Und die, denke ich mir mal, werden sich freuen. Ja, ist aber lieb. Nicht? Dankeschön. Ja, die werden sich sehr freuen. Ja, die werden sich sehr freuen. Ja, neulich. Ja. Voriges Mal hatte ich auch so schöne Sachen mit. Ja. Und da hieß ja. es denn, und bei uns ist die Heizung so ganz spät eingestellt worden in den Wohnungen in Russland, in Weißrussland. Ja. Ja. Und da hatten wir die schönen Sachen und damit laufen wir und können immer an sie denken. Ja. Und so gehen die Gedanken ganz schnell wieder zurück. Ja. Meine Mutter war auch Waisenkind, als sie 2 Jahre war, hat sie keine Eltern gehabt und keiner wollte ihr mal eine Puppe schenken. Und jetzt kann ich anderen Waisenkindern schenken. Oi, oi, oi. Und das habe ich geschrieben hier. Ja, ach, das ist das. Das lege ich mir nach vorne. Über 80 Jahre ist die alt und hat das gestrichen. Ja. Und schon so oft, und denke ich, muss immer einen Dank. Ja, das ist prima. Ja, ist schön. Verbandszeug. Haben Sie schön gemacht, Herr Gorski. Alles Gute für Sie. Ganz lieben Sie Dank. Wieder. Ist ganz alles nett. Alles klar, kein Problem, machen wir gerne. Ganz Sie nett. Solidarität. Ja, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Also gut. Toi, toi, toi. Immer wieder beeindruckend und ganz wunderbar, dass man in dieser Sache nicht allein sein muss, sondern dass man im Auftrag von vielen weitergeben kann, von den Gebenden hier, den Bittenden dort. Und so wollen wir nun auf die nächste Tour uns vorbereiten, die in die Ukraine gehen soll. Wir haben wieder wunderbare Sachen schon jetzt dort liegen, schon vielleicht an die 2000 Säcke und Kartons, womit wir wieder ganz große Freude machen. So, was heißt das jetzt? Schwenaja Maschine. Nähmaschine. Das ist aber nett. Herzlich willkommen. Das ist aber schön. Sie können aber was. Ihr schafft alle Arbeit. Ja. Richtig geschafft. Richtig geschafft. Dankeschön, Herr Glissmann, dass Sie mit Ihrem eigenen LKW kommen und zu helfen den Menschen. Ist wunderbar. Wir haben Helfer hier und denke, wir kriegen alles voll. Ich habe die Zollpapiere, Herr Schlegel. Das ist aber schön.
Das ist aber schön, danke schön. Ja, wir wollen hier aufladen. Wir wollen es versuchen, dass wir es wieder schaffen. Ja. Denn mit 3 LKWs diesmal in die Ukraine, auch in die Tschernobyl-Zone, soll was kommen. Dankeschön. Das ist lieb von Ihnen. Wir sind heute gekommen, um den Leuten zu helfen, die in der Not sind. So liefern wir Schuhe und Bekleidung. Wir suchen jedes Mal was raus. Ja, jedes Mal. Und das sind alles noch gute Sachen. Spielzeug haben wir nicht, weil wir keine Kleinkinder haben. Keine Kleinkinder mehr, dann haben wir kein Spielzeug. Ne? Wir machen da jedes Mal mit. Ne? Unsere Bekannten machen das auch. Viel, ja. Die setzen sich ein. Ne? Der Botschafter in Minsk einmal, der deutsche Botschafter, sagte, sie machen unsere Aufgabe und sie tun was für die Völkerverständigung und so wollen wir auch weiter tun. Das gibt einem auch Kraft und neuen Mut und immer wieder wird man bestätigt in dem Wissen, es sind viele Menschen, die einander helfen wollen. Schäfer ist gekommen, der hilft uns noch mit der Zollschnur hier. Er fährt selbst mit dem größten LKW, ist ein ganz feiner Mensch und hat mir auch noch nie den Hals abgerissen oder den Kopf vom Hals. Ich bin sehr dankbar, dass es ihn gibt. Was wir hier machen, ja, wir fährt ihn eine Zollschnur an. Das heißt, Herr Glissmann hat sonst keinen Zollverschluss bisher in seinem Auto. Und um ein T2-Papier fertig zu machen, müssen wir eine Verzollung haben. Und ja, jetzt helfen wir ihm aus der Patsche. Versuchen. Ich habe so ein Werkzeug dafür und jetzt versuchen wir das mal fertig zu kriegen. Ich kann selbst mal gucken. Ich habe das auch schon ewig schon nicht mehr probiert. Jungs, das macht man noch nicht so doll mit. Was? Tja, die Zollschnur ist aber wichtig. Ohne die brauchen wir nicht losfahren. Die muss unversehrt sein. Das ist was für die Zöllner, was ganz wichtig ist. Wenn sie daran was finden, dann ist alles umsonst, dann gibt es große Schwierigkeiten und deswegen bin ich froh und dankbar, dass die Spezialisten wieder einen Rat wissen, die so anzubringen, dass wir auch die Plombe kriegen und dann mit einer Plombe durch Polen fahren können an die ukrainische Grenze und dadurch kann dann die Abfertigung vielleicht um Stunden, wenn nicht um Tage, schneller werden. Und das geht auf 3. Geht auf 3. Ich fahr mal hin und. Ja, meinst du? Da passt du alle die Gruppe hier. Original. Ja, das ist ganz schön die wichtige Zeug. Hauptsache, der Wein schon noch ankommt. Kommt gut hin da. So, ja. Abenteuer geht los. Abenteuer geht los, ja. Hm? Was hat er? Brot. Sie kommen mal mit einem Karton. Nicht so schnell. Da kommt bestimmt noch mehr. Judithchen, machst du mal hinten auf das Auto? Unser Auto hinten auf. Doch. Wie viel Brot ist denn gekommen? Ja. Wo soll der LKW hin? Haben wir schon alles drin jetzt? Und Eichlers sind die. Ach, hier. Du bist der Bruder, den wir hier haben. Moin. Ja, in 10 Minuten wollen wir verabschiedet werden. Und da sind wir immer dankbar, dass so ganz viele Menschen Anteil nehmen. Und wir möchten auf diese Art und Weise auch Danke sagen. Wir möchten
ganz herzlich danken allen denen, die Anteil haben daran. Es sind so viele. Ja, wenn es mal nicht war, dann wurde man angesprochen, wir haben doch zum Markt kommen wollen und sie waren nicht da. Ja doch, das ist eine Art Tradition schon. Von Herrn Döring haben wir den schönen Osterhasen bekommen. Für irgendein Kind. Ja. Für irgendein Kind, ja. Uli, sei gegrüßt. Komm ein bisschen dichter, Uli. Ja, guten Tag. Alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Ja, jetzt fahren wir nicht mehr mit dem Motorrad so viel, nicht aufs Land und auf den Acker und wirken. Dankeschön, Uli. War immer ein gutes Verstehen und so wollen wir es weiterhin. Und deine Wünsche sind ehrlich, ich weiß es. Dankeschön. Weiter. Wir möchten allen ganz herzlich danken. Und wir wollen uns jetzt diesen Segen noch zusprechen, alle Mitfahrenden. Die Falsche und Springer sagen Hals- und Beinbruch. Wir sagen das nicht. Wir sagen auch nicht Achsenbruch oder sonst irgendetwas, sondern wir sagen, Gott möge uns mit seinem Segen geleiten auf dem weiten Weg, den wir miteinander beginnen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Теперь узнаем, что они хотят, с нами или нет. Все возьмут с собой, захватят? Конечно. Теперь я помню, что вы не будете сохранить машины. Об этом вы говорили, про дороги. So, wir sind auf dem Zollhof. Sie занимает jetzt документами, er wird heute für die Papiere sorgen, für Zoll. Hier ist das Zollgebäude und dann wird abgeladen, wenn es soweit ist. Wir können jetzt mitfahren. Uwe möchte hier bleiben, möchte ein bisschen schlafen noch. Wir können jetzt alle mitfahren, können da was zu essen kriegen, können da schlafen und können da... Я предлагаю, все ко мне. Alle zu ihm. Боимся, душ принимаем. Waschen, duschen, wer da will. И потом dann, я занимаюсь документами. Und dann beschäftige ich mich mit den Dokumenten. Мост в машине уже сильный дефект. И гул есть такой. Das Auto ist schon ein bisschen klein bisschen kaputt. Ein klein bisschen Geräusche sind da drin, aber das ist ja. Но она должна работать. Aber das Ding soll noch arbeiten. Vanya hat mehrere Kinder. Seine Frau ist durch einen Elektroschlag gestorben. Er ist wieder verheiratet, hat eine Frau, die von ihrem Mann verjagt worden ist, weil sie Christ geworden ist. Er war Moslem, hat sie den verjagt. Vanya sorgt sich für viele Menschen, hat jetzt einen Wohltätigkeitsverein gegründet.
würde ich noch gerne besuchen, die ich hier habe, durch die ich eigentlich in diese Stadt gekommen bin, die als Armeeangehörige zur Zeit der Sowjetunion in Perleberg gedient haben. Er als Major und sie als Offiziersfrau. Der Sohn war krank. Sie hatten sich an mich gewendet, ihnen zu helfen. Und es war der Anfang der Bekanntschaften, würde ich sagen, in der Ukraine. Und nun werden wir sehen, wie 10 Menschen zusätzlich zu 6, 7 in einer kleinen Wohnung versorgt werden sollen. Und dann auch die Tage, die wir hier sind, dort verbringen dürfen, verbringen können. Bei uns ist es eng. Но зато принимаем с любовью. Aber dennoch sind alle mit Liebe aufgenommen. Прошу. Ich bitte. В Иваничи мы сможем поехать посмотреть семьи, куда мы будем давать помощь. Молодец, да. Wir können heute Familien besuchen, die Hilfe auch erhalten werden. И там есть детский дом. Da ist auch ein Kinderheim. Тоже, куда мы будем помощь давать, и туда уже нас ждут. Wohin wir auch Hilfe geben werden, dort werden wir auch schon erwartet. Ja. Die Männer bilden eine spanische Wand. Ja, покажу. Mit Brücken natürlich. Я закрою шторами. Можно и отдыхать. Там все чисто. Ich sage, sie soll uns nur ein bisschen Suppe machen, vielleicht und ein Stück Brot geben. Und dann reicht uns das. Und, sagt, und dann werden sie nach Hause fahren und werden sagen, Oksana hat uns hungern lassen. Это домашний квас. Квас. Если кто квас, хочет, может das, попробовать. Das kann, это очень вкусно и полезно для желудка. Das ist sehr nett. Херберт уже знает, я ему на дорогу такой давала. Херберт kennt das schon, der hat es auf den Weg gekriegt, mal für den Weg. Das ist ein Getränk, das aus Brot hergestellt wird und kann jeder probieren und es ist gut für den Magen. Ja, es steht alles so rum hier. Ich weiß nicht, was er machen soll. А то так все на меня смотрят. У нас, если гости не едят, то хозяйки сердце. Я sagt, vielleicht sind bei ihnen andere Sitten, aber bei uns ist es so, dass der Hausfrau das Herz blutet, wenn die Gäste nicht essen. У нас на Украине другие обычаи. Так что пока они на Украине, они должны подчиняться нашим законам. Und wer jetzt in der Ukraine ist, der möchte sich doch bitte den ukrainischen Gesetzen unterordnen. Da. So viel Jugend und auch Jungs sind hier, die haben ja selbst eine ganze Handvoll. Ein Bund der Völkerfreundschaft, das wir sind. So muss jetzt von Kani wie von selbst. SMS. Ja. Das sind Brüder, nicht? Das ist Brüder, der Bruder von Vanya. Wart. Aha. Все, выходим.
Steigen wir aus. Steigen wir aus nach draußen. Ja, молодец. Страшно. Не жаль ваших лошадей. Ну да, das Haus ist es. Спасибо, очень нам помогли. Wollen wir mal gucken, ob wir sie finden. Larissa und Olga, zwei Schwestern. Larissas Mann hat in Deutschland gedient und der Junge war krank, wollen wir sehen, ob wir den auch noch treffen. Den würde ich gerne auch noch vielleicht gleich heute Abend versuchen. Hier bin ich mal in einer Nacht angekommen, um Mitternacht. Und die Polizei hat mir geholfen, dieses Haus zu finden. Wie sollte man, hier muss es sein. Ja, hier ist es. Мы были с гуманитарной помощью приехали. Ну зайдите на хвилинку, присядьте. Да, присядьте. Кто там? Пусть мать Анна Юдичин. Это уже моя внучка. Внучка, о, какая. Да, да. А то наш внук. Да, он, это ее Энгел. Да, спасибо. И куда Лариса хочет? Да. Мама, ты где Лотар приехал? Даю ему трубку. Да, да, спасибо. Как так? Лота поехала, Лариса, я сижу у вас в комнате, где Шаша уже сидели. Да, я тоже рад. До встречи. Спасибо, спасибо, до свидания. Sie war in Deutschland, nach Deutschland geschickt worden mit ihrem Mann, Major, jetzt ist er Oberst, und haben da gedient als Armeeangehörige, er eben als Offizier und sie als seine Offiziersfrau und hatten einen kleinen Jungen. Deswegen kam sie nach Deutschland. Der war krank. Nun sollte er in Deutschland behandelt werden. Und dann sagte sie, lief so rum mit ihrem Jungen, so, was soll ich nun machen, sind wir in Deutschland. Dann musste zu Lothar gehen. Und dann kam sie und dann sind wir nach Schwerin gefahren mit dem Jungen. Dann wurde er behandelt, operiert, Hirschsprungsche Krankheit, ein Stück Darm ohne Nervenversorgung. Das wurde dann entfernt. Wie sind wir bekannt geworden? Bekannten. Entschuldigung. Ich war so klein. Ja, richtig. Kleines Kind. Das sagte ich nicht zu allen. Ich war krank. Ja, überlebt, ja. Das ist der. Posna Komi, Staff. Messi Pojechali. Sie helfen mir. Sie helfen mir. Ach, wahrlich, Mensch. Da. Lass mir ein. Denken, du bist mein Großvater. Da. Das ist ein Sagen. Da. Ja, уже познайомився. Знаєш, що треба? Купи їй бутилку шампанського і шоколад хороший. Нет, нет. Треба. Нет. Не надо. Шампанське то такое. Андер. Да, спасибо, да. Ну да. Ну я рад. Сейчас кино das geht nicht. Wir müssen los. Нам надо нас ждут. Русские. Ага. Документы и сразу же выгрузка. Ja, dann müssen wir los. Der will bei sein bei der Abladung, der Zöllner. Heute noch abladen. Я не спешу. Наш ждут таможники. Таможники нас ждут. Все, еще кофе, чашечки кофе. Таможники нас ждут. Подождут, ничего не сделается. Подождут. Ну, то я знаю. Sie brauchten Papiere noch von uns, die Autopapiere. Und die brauchten sie schnell. Der ist extra aus der Nachbarstadt gekommen, um das Problem hier zu regeln. Und wir kommen nicht. Und sagen, wir sitzen bei Bekannten und trinken Tee. Ja, das kann ich natürlich verstehen, dass er dann ein bisschen nicht so sehr erfreut ist. Und die Leute haben das nicht verstanden, wo wir waren. Sie haben es nicht verstanden, dass wir wirklich dienstlich hier sind, wenn man es so ausdrücken will.
und nur mal rangeguckt haben. Und die konnten es nicht verstehen und waren uns böse, dass wir so schnell aufgebrochen sind. Ja, so ist die Gastfreundschaft, denn wenn sie zu schlimm wird. Ja. Ja, 100 Euro will er haben, der Zöllner. Das ist schon weniger. Für die Papiere. 200. 300 für die Autos, die hier auf ihrem Territorium sind, so nebenbei. 400 und dann will er noch mehr haben. Also 500 Euro muss man rechnen, verlangt er von Ihnen. Wenn nicht, dann könnt ihr es wieder mitnehmen nach Deutschland. So, ja, so. Brauchen wir das. Ja, was haben wir davon? Viel nicht. Gar nichts. Mehr unkost. Aber woanders dann. Ja, aber so geht's. So zwingen sie die Leute. Schnell essen, schnell essen. Ja, ich habe es gesagt. 55 лет. 55 лет только. Да. Построился город из-за того, что здесь нашли уголь. И практически это и привело, что сюда стали на шахты. Вот. И это привело, что люди. Ну сейчас хотя и есть еще уголь. Ну, очевидцы, те, кто шахтеры. Добывали. Знаете, никто, вот как Союз развалился, стал такой хаос. И государство стало, не знаю, как выгодно или ему, или невыгодно, но выгодно было закрывать шахты. Мотивировали тем, что сейчас строится там возле польской границы большая шахта, одна, по мощности добычи угля, что все заменяют. In Pacht, in Miete genommen worden von Vanya, damit er die Sachen schön lagern kann. Sie sieht trocken aus, verschließbar und verplombbar. Denn die Sachen bleiben eine Zeit liegen, bis die Papiere vollkommen fertig sind. Das kann Wochen und noch länger dauern. Ja. Wenn ihr irgendwie was Neues sehen solltet, dann sagt Bescheid, zur Seite stellen. Wenn neue Sachen so sind, aber das Ort совсем мало, если. Da, da, da. Aufmachen, Mäuschen. Maja Vnutschka. Da ist passiert. Vnutschka. Wer will das? Nur dieses. Ich wollte mal gucken, was da drin ist. Was steht denn da drauf, Judith? Steht da noch eine Pizza? Da, wie nicht hier? Uschen der Taler. La Kuchni. Tak wie. La Kuchni. Alle, hört bitte zu. Alle, der irgendwie einer bemerkt, was nicht Spielzeug ist, was nicht Sachen sind, was nicht Schuhe sind, an die Seite. Eben hat er schon wieder Geschirr gefunden. Er macht uns nicht das Leben schwer, aber er wird ja auch wieder kontrolliert. Да, ну спасибо за все. Давай, держитесь. Да, я вам так же желаю. Спасибо. Можешь вам что дайте на Украину? Ich soll dich hier verheiraten. Die Papiere macht er fertig, dass wir an der Grenze kein Eier haben. 300 sind es bloß noch. Waren nicht 500.
життя сталося, я знаю, скільки там є. Але ногу викликали. Так. Найбільше більшинство вже розтали. Так, так. Менше є вік, так. На церковь много розтали. На церкві теж розтали. Потім тонну на Чорнобилі. Eine Tonne nach Tschernobyl, ins Tschernobyl geschädigte Gebiet. Сіра там. Тобто так же, там где-то 800 кілограм. 800 кіло soll dieses Mal ins Waisenhaus gehen. Ну да, хорошо, спасибо. Ну, поехали. Да. На фронт mit? Mit Herrn Schiff. Ja. Дорогие друзья Германии, liebe Freunde aus Deutschland, примите прежде всего nehmen Sie zuerst искреннее приветствие aus der Tiefe des Herzens любовью Grüße, Господа, aus der Liebe Gottes, мир вам. Ihnen sei Frieden. Verehrter Herr Lothar, вы уехали из нашего дома. Als Sie aus unserem Haus weggefahren sind, мы с женой долго разговаривали о вас. Haben wir noch lange mit meiner Frau über Sie gesprochen. У нас было такое ощущение, wir hatten so ein Gefühl, что у нас в доме был ангел. Als wäre bei uns im Haus ein Engel gewesen. В 43-м году. Im 43. Jahr, 1943. У нас в семье было 8 детей. Waren in unserer Familie 8 Kinder. У папы с мамой. Und mit Mutter und Vater. Был страшный голод. Es war ein furchtbarer Hunger. Ели траву. Wir aßen Gras. Гнилую картошку. Verfaulte Kartoffeln. Листья слипы. Lindenblüten. Мне было тогда 6 лет. Ich war 6 Jahre zu der Zeit. Я был сильно истощен. Ich war so mager. Поднялась горячка. Fast verhungert. Кушать ничего нет. Es war nicht zu essen. Лекарств da. Нет. Keine Medikamente. И мама вынесла меня в сарай умирать. Und meine Mutter hat mich in die Scheune getragen, damit ich dort stürbe. Так как помочь мне она ничем не могла. Weil sie mir nicht helfen konnte. К вечеру привезли из Америки гуманитарную помощь. Zum Abend kam aus Amerika humanitäre Hilfe. И нашей семье выделили немного продуктов и лекарств. Und unserer Familie wurden ein klein bisschen Nahrungsmittel und Medikamente zugeteilt. Мама взяла меня из сарая. Meine Mutter holte mich aus der Scheune. Я еще был живой. Ich war noch lebend. И дала мне... Ой. Что она мне дала? Кушать. Und sie лекарств. Gab mir... Sie gab mir ein bisschen zu essen und Medikament. Ich habe überlebt. Das hat mir meine Mutter erzählt. Ich sehe darin die Fürsorge meines Gottes. Ich weiß aber nicht, wen er gebraucht hatte damals, um mich zu retten. 2006 году. В каком? Шестом. 2006. Мне доктор сказал. Hat mir der Doktor gesagt. Если вы достанете такое лекарство. Wenn Sie so ein Medikament erwerben könnten. Вы можете обойтись без операции. Könnten Sie ohne Operation weiterleben. И вдруг является ангел в вашем лице. Und plötzlich erscheint ein Engel in ihrer Person. Ein Engel. И дает в мои руки это лекарство. Und übergibt mir aus ihren Händen dieses Medikament. Мне и моей жене. Mir und meiner Frau.
Уважаемый доктор Лотер. Verehrter Dr. Lothar. Вы оказали моей семье финансовую помощь. Sie haben meiner Familie auch finanzielle Hilfe erwiesen. Мы также преисполнены благодарности wir вам sind, за эту любезность. Wir sind Ihnen übervoll mit Dankbarkeit für diese Freundlichkeit. Мы не имеем большой нужды в настоящее время. У русских есть такая поговорка. Bei den Russen ist folgendes Sprichwort. Гора с горой не сойдется никогда. Ein Berg kommt zum anderen nicht. А человек с человеком. А ein Mensch kommt, kann zum anderen kommen. А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры. Проявить им тепло и ласку, это можете сделать вы. А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то... Катце. Катце hat sich schon satt gefressen. Das lohnen sie mir ja immer sehr, ihr Konfekt. Das ist alles, was man möchte, aber die Leute haben kein Geld. Ja, ja, wollen wir hier Süßigkeiten nehmen? Wollen wir hier Süßigkeiten nehmen? Liter Moloko. Liter, Adina. Ein Liter Milch kostet halben Euro, zum Beispiel. Ein Brot, 2 Euro. Ja. Christus, wo ist denn noch was Christ? Er ist wirklich auferstanden. Da. Nu kaka ja rados, was widet. Oi, 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 skolko, was war denn? Ötakie malatze, ötakie krasavice. Solche schönen Schönheiten seid ihr ja. Oi. Solnischke, wir gehen gulять. Da, da wollen wir spazieren gehen. Aha. И вы любите сюда ходить, в детский сад? Вам нравится? Удобно? И не fällt es hierher zu gehen. Мне очень приятно вас видеть. Да, и мне тоже, и нам всем ist es sehr angenehm, sie zu sehen. Ну да, тогда бегите. Да. Они уже на прогулку. Sie sind schon auf dem Spazierweg. Добрый день. Молодцы. Добрый день. Да, теперь... Вы только что на базаре были, у нас на рынке, да? Да, да. Мы вас уже заждали. Auf uns wurde schon so sehr gewartet. Был праздник весенний. Да. Es war gerade schöner Feiertag für den Frühling. Они пели, танцевали. Sie haben gesungen und getanzt. Thank you.
бери такі гарні, подивись, які гарні. Бери. Да. Вот, давай в серединочку. Уве, да. Уве, тоже сюда. Уве, сюда. Вы же наш да. друг уже со старым. Да, да, да. Да. Ja, 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 von Anfang bis Ende. Ja. Aufmerksamkeit, ja. Mhm. Да, это то, что... Да. А вы по телефону разговариваете? Нет, то пульт. Да, да. Да, и вам, да, и вам всего доброго. Наш Господь заботится о нас. И как хорошо вы живете, да? Хорошо. Ну, я рад, я очень рад. Я, gleich сразу, дадим, сразу geben, то есть richtig. Das ist richtig, da, Pavel Oksana. Привет вам. Двоем только, да. Сколько вам лет? Она плохо слышит. Сколько вам лет? Плохо слышит. А кто твои? Мы немцы. Мы немцы. Студенты. Да, она поняла, студенты мы. Richtig. Ich sage, wir sind Deutsche, aber sie versteht, wir sind Studenten. Да, да, не блинде, фрау. А слышите, да? Здравствуйте. Здравствуйте. О, видите, как мы разговариваем. Шоколад вам, немножко. Но. Шоколад. Спасибо, дай Боже вам здоровья. Гебе Gott in Gesundheit. И вам также. Ой, дай Боже, спасибо, что приехали. Да. Нас время не мало только, а мы вас любим. Ну, и мы вас любим. Und wir lieben Sie. Но... Да, ну да, всего вам доброго. Ну, все, да, спасибо. Да, Gebe Gott Ihnen Gesundheit. Gebe Gott Ihnen Gesundheit. 94. Dritten? 94. 94 sogar schon. 94,5. Oh, so schon in 95. Молодец. Молодец. И увидимся однажды перед престолом нашего Бога, да? Да, да, да. Да, так, там встретимся. Я разумею, что еще. Да, да. Wir werden uns wieder treffen vor dem Thron Gottes. Das ist das, was geht. Будьте, имейте надежду, что один за нас, и если Бог за нас, кто может быть против нас, да? Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Sie lebt. Da, 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 da. Hier wird es покойтесь. Мы все по дороге домой. Вечную родину, да? Так. Мы по дороге домой. Не беспокойтесь. Знайте, что нас любит. Да, не забудьте. И вам, сегодня уже хотим домой. Ждут нас тоже, конечно, наши дела и семья, да. Ну я, никого не забыли? Никого не забыли? Ну да, мы уже хотим домой. Домой надо, нас тоже ждут. Да, здесь хорошее, хорошее место, да, сидеть? Да, да, да. А знаете, мы так рады, что мы познакомились. Мы рады, что познакомились. Не беспокойтесь. Нет, нет, нет. Там молодые люди хотят показать у нас дома. Мы друзья. Да? Да. И вы один, без, без всех. Вы один. Нет, не беспокойтесь. Знаете, можем молиться и говорить с Богом, да? Можем. Да, ну я рад. Ну, до свидания. До свидания. Очень спасибо. И вам спасибо. Только услышал хорошие, добрые слова о вас. Хорошо. Я рад. Спасибо, спасибо, спасибо.
da. Da sind wir wieder angekommen. Da Leonotschka, da haben wir noch ein Video gesehen. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Schule. Da. Und da. Ob ich schaue am Nier. Nee, ob ich schaue ist, da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und Kleine Andacht noch. Wer fehlt? Wir fangen an. Wer fehlt? Herbert, ne? Nee, Herbert ist auch. Andacht jetzt. Ja, ich muss sagen. Das Siebe da. Wir haben den ersten Teil unserer Aufgabe bewältigt. Wir sind hierher gekommen, wohlbehalten. Ohne Unfall, ohne Krankheit, ohne Gefährlichkeit. Wir haben die Zeit, die vergangen ist, wohl zu nutzen gewusst. Es werden hoffentlich viele Menschen hier von unserer Hilfe einen kleinen Zugewinn haben für ihr Leben. Wir haben jetzt den zweiten Teil unserer Aufgabe vor uns, nämlich wieder zurückzukommen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Da, nur спасибо, sagst du ja, auch благодарен. Ja. Ich fahre in diesem Mal nicht. Nein. Ja. Спасибо. Это кое. Да. Спасибо за то, что меня не забыли. Спасибо за все это. У меня тут это вешка, да? Это сами избитки, за какие нации? По-польски там ще трошки понімає. Naja, grundsätzlich, ob wir in Weißrussland, Ukraine oder Russland sind, zu den Leuten, wo wir fahren, sind alle grundsätzlich herzlich und aufgeschlossen und ja, absolut dankbar für diese Tour, die wir machen. Und dennoch ist es nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist eine gute Tat, die Dr. Wedel für dich begonnen hat nach der Wende und ist zu einer gewissen, ja, immer wieder Unerträglichkeit, würde ich beinahe schon sagen, geworden. Weil die Anfragen an ihn ja nicht nachlassen. Wir würden, denke ich mal, gar nicht so viel Waren zusammensammeln können, wie Adressen, die er aufsuchen soll oder wo ja Bittenbriefe an ihn kommen. Aber jetzt zu sagen, dass wir nur das ganze Land dadurch verändert haben, dass der Wohlstand sich dadurch bei den armen Menschen verbessert hat, das wäre vermessen. Also das ist in den nächsten 10 bis 15, ich sage mal gerade 20 Jahren, nicht in der Lage sein, den Lebensstandard, den wir gegenwärtig in Deutschland haben, hier zu erreichen, für die breite Masse der Menschen. Aber das eine vielleicht, sagen wir so, bei uns stöhnt man auf hohem Niveau. Hier in diesen Ländern ist doch noch bezeichnet, trotz, ich will mal, trotz ihrer Armut oder wenig Hab und Gut, ist die Gastfreundschaft noch unwahrscheinlich groß. Man hat manchmal das Gefühl, sie geben ja noch das Letzte. Man, die erste Zeit, wo ich auf 99 schon mal drüben war, hatte ich immer das Gefühl, man traut sich gar nicht von dem zu essen. Man denkt, die haben ja das Letzte schon gegeben, was sie besitzen. Aber tut man es nicht, dann werden sie auch beleidigt.
Also eine sehr herzliche und aktuelle Aufnahme und eine große Gastfreundschaft, die dieses Völker auszeichnet. Ja, was könnt ihr hören? Jetzt müssen wir irgendwo noch ein Dorf aussuchen. Verstanden? Wir brauchen noch ein Dorf, wo wir die paar Dinge noch abgeben möchten, die Lothar hat. Na, herzlichen Dank für die Entscheidungskraft. Pass mal auf, hier vorne werden wir das jetzt machen. Da drüben ist ein Dorf und eine Kirche, guck mal. Da muss man mit dem kleinen Auto in die Farm hinein. Gut, jetzt steige ich mal aus und werde mit denen sprechen. Okay? Okay, ist eigentlich ein Wort, was ich nicht gerne sage. Das ist irgendwie amerikanisch. Извините, пожалуйста, мы привезли гуманитарную помощь. И есть еще немножко для детей. У вас есть дети? Внуч? Нет? Да. Перед забором там, спасибо да, вам. Да. А вы посмите, сами будете? Мы немцы. Спасибо, мы любим Бога, и поэтому это я сделали. Понимаю, да. Праздник, Пасха, да. И вы чем занимаетесь? Я на пенсии уже. Уже рентнер шон. Да. А никого дома, кроме вас? Мама, ваша жена? Нет, жены уже нема. Нет. В том году помер. А, ты фрау ist jetzt gestorben vor einem Jahr. Mensch, dann müssen wir doch noch was finden. Тогда... Warte mal, hat schon. Внучка вам какао еще дает. Моя внучка. Я буду счастлив вам. Ich werde glücklich sein darüber und ich bin glücklich. Я буду счастлив вам. Возьмите еще. Да, ну всего вам доброго. Я буду вам тоже. Da, und das wünscht er uns auch. Спасибо. Da, спасибо. Mögen Sie Glück haben. Ja, er ist ganz alleine, die Frau ist nämlich gestorben. Tja. Versuchen wir es. Ist hier jemand zu Hause? Nee, was? Was meint ihr, ist hier jemand zu Hause? Doch, könnte sein. Wir gucken mal. Здравствуйте. Sieht nicht so sehr nach bewohnt aus. Ja. Nee, das wollen wir. Добрый день. Мы немцы. Привезли. Привезли гуманитарную помощь, и есть еще остаток, сладости, и хотим раздарить людям, и все. Да, was haben wir denn noch zu verschenken? А музыкаю вам? Нет, спасибо. Другой-то кавы? Нет, мы уже домой хотим, нас ждут на улице, да. Спасибо. Да, мед и гиб ног, гиб ин. А что же вам даты такие? Нет, ничего нет, бесплатно. А может вам паски даты такие? Нет, все в порядке. Нет, только... Да. Еще... Дара, да, нет, извините, нет, нельзя нам что-то подарить. А может, та девчонка молодец, как хочет? Нет, она... Нет, пожалуйста, а может... будьте так добры. Нет, это вам. Дара, почекайте. Присядьте на нас. Нет, наши... Wir sollen was mitnehmen. Wir dürfen nicht absagen, wir müssen was mitnehmen. Wir sollen uns hinsetzen und essen. Was mit dir genug am Waschim? Da. Сколько им лет вашим внукам? Едны 10, один. 10, 10 Jahre. А уже мне то уже 74 года. Да, да. Und auch ältere schon noch. А вот хлеба возьмите, вкусите. Wir sollen schönes...
schmackhaftes Brot mitnehmen. Dann mache ich uns ein Grusowik, der schon ein Dienstjörtnas in der Ulitze. Doch alles umsonst. Nehmen Sie Brot mit. Ich kann reden so viel, wie ich will. Ich bitte Sie. Nicht Michatim, was, Obradovac? Was? Und das все есть. Мы купили в Нововолинске еще и нам дали по дорогу. Возьмите это хлеба, да, то есть хлеба на бушло. Возьмите брод мед, это же результат. Машины здесь те, такой потрошка. То такие солодки из дома, не хлеба, что не хлеба, прости мне, Господи, то Пасха, то Пасха. Это же Остер, возьмите то вас мед. Да, ну да, вот если либо... Ваша дочь, кужа. О, попробуйте, яка вкусна, ну. Нет, вона де довго до вас? Бачите, як ви те нам даєте, то ми беремо тоді. Свято таке. Спасибо вам большое. Ми менше привезли, чем взяли с собой обратно. Das ist selbst gemacht. Wir haben ein Schwein noch und wir schlachten auch. Und ein bisschen Fleisch. Nimm mit, nimm bloß hin, nimm bloß hin. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Nee, ich bin gesund. Sehr wohl beim Dorf. Da, Ivan, danke. Ich hoffe, auch zu Сколько вам лет? 74. Молодец. Мне сколько? 68 примерно. Мне. О, доброго. Еще раз. Спасибо. Нет, спасибо вам. Я тоже еще держу лошадь, тёлки, коровы, козы у меня дома. Люблю животных. Работал раньше ветеринарным врачом. Ветеринарным врачом? Да. А он таки, да. Ну, еще. До свидания. До свидания. Da ist noch was. Wo steht die doch? In dem hinten hier. Hier drin. Hier sind noch ein paar Schokoladen drin. Ach, hier sind noch ein paar Schokoladen drin. Wo du meine Tasche, weißt du? Die ist doch hier unter, ne? Ja, oder geht's? Ja. 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 Wollen wir sehen. Da. Gdete Jivjosch. Ist das? Gdete. Tomi Vnuk. Ah, das ist der. Ja, ihm udali. Sie wird ihm geben, sie wird ihm geben. Aha, aha. Ani suda. Und suda. Und das tolko nem noshko. Ist das i tog da troje? Da. Ну тут же не наши. Нет. Ist da und das tolko ist da doch ich bin Jajus Popolam. Это кто ваш? Aha, das ist der Sohn, ihr und was gut. Da. Und was haben wir da noch? Noch einen Ball. Dann geben wir noch einen Ball. Hopp. Das ist aber ein schönes Geschenk. Da, richtig. So. Da, dann kriegt er das. Der Vater ist gerade gestorben und nun hat er nichts. Dann kriegt er auch noch hier was von. Ja. Komm, du guckst so zu, erstmal. Du hast zu Hause und dann. Er kriegt noch. Er kriegt noch. Hier, in einem, nimm mal den. Was? Jaroslav. Oh, молодец. Ida. Всего доброго тебе, да? Да. Ну, спасибо, до свидания. Ну, спасибо. Спасибо, что да. Ну, тогда еще одно место. Есть у вас дети, внучки? На у вас еще внучек нет? Не-не, я вижу, таки. Бери, да. У вас есть действительно дети? Есть. Сколько? Есть, маленький. Маленький. Кто шарфик, кто... Бери. Берите, да, правильный совет. Ну, всего доброго, мы привезли гуманитарную помощь и теперь остаток. А вы... Немцы. Немцы. Я помню.
помню німці. За війну в 44-му році були, знаєте, німці добрі. Так, так, теж, як і у вас. Ви побіганіли нас, але ходять німці. Ми в клуні ночуємо. Але принесе їсти мені дасть. Так, так, бачите. Помаже скипку хліба. І принесе дітям, каже, клейне, клейне. Так, ну, звісно. Всюду такі ж і такі ж. Ну, все вам доброго. І з багатства любви нашого Бога. Вам всім. Не за що, не за що. До свидання. До свидання. Хунік haben wir weg. Ein Honig, ein Ball und hier das bisschen was so eine. Ja, ja. Ich glaube, da sind noch, jetzt gucken wir mal hier. Wo? Hier, bei Judith. Da. Da. Здравствуйте. Мы привезли, гуманитарную помощь. Мы привезли гуманитарную помощь. Добре. Есть у вас дети? Нет. Где? Мы хотим подарить им сладости. Да, посмотрим. Да, посмотрим, да. Да. Привет, бабушка. А дети тоже есть у вас? Да. Привет. Мы привезли гуманитарную помощь. И еще есть немножко сладостей. Есть у вас внуки? Мы хотим вам подарить сладости. Gib mal die Schokolade. Zwei erstmal, ja. Да. У вас є? Я вам можу подати, нашу мені допомога. Нет, 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 нет. Возьмите. У вас є діти, внучки? У мене каліка дитина. Ага, ага, ага. Це буде каліка. Возьмите. Ми у нас ще що? Так, мед ще що є. Слухайте, мої дорогі люди, мені нічого не треба. Ми все даримо вам, подаримо. Мені нічого не треба. Да, возьмите. Я живу з дитиною калікою. Да. Так я вам скажу своє життя. Да, да. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was mein Leben hier macht. Чоловік бив. Да. Сербів казав, ти кобра, ти блядь мати. Dann, ви подаяли маму, да? Уже раніше. Так, 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 я вам скажу, з тієї калікою він мене вигнав. Це ваша дочь, да? Так, каліка. Да, каліка, das ist Invalidin, да. Спасибо. Да, не за що, не за що, не за що. Gib alles her, alles. Ну, weiß ich bloß nicht mit dem Ball. Was не надо, дайте. Da. Ну, alles, alles, was wir haben, was nun nicht gerade. Ich bin ohne alles bin ich ja. Hast du noch irgendwas zu essen? Außerdem alles her, alles her. Lass uns. Есть у нас у вас внучка, мяч. У нас есть мяч ещё. Что? Можете подарить кому? Можете подарить? Что я могу сказать? Я бедую, я живу. Ich bin ja so arm, ich kann ja kein was geben. Lassen, hier, Podaritje komu, siehst du, schön. Da, vidite, komu, hatit je Podarit. Da, net, net, net. Da, da, da. Мені нічого не треба. Ой, мені нічого не треба. Люди добрі. Was sind das für eine guten Leute? Мені життя нема. Da, Podaritje, Podaritje, komu, hatitje. Господи, де ви взялися, люди добрі? Solche guten Leute, hast du nicht gefunden. Abboch nas lubit, nas boch, nas lubit, ne bespokojtjes, ne platschtje. Яке може бути безпокойство, як син каже на матір кобра? Як син каже, ти мати блядь, яке може бути кобра? Як може бути, як син добирався до тієї дочки? Да, да. Брат до тієї каліки добирався. Да, да. Wir haben diese Tochter. Що ви я тобі хотів робити? О, бачите? Да, да. Ну, да. Що я вдачі вам можу сказати? Люди добрі. Wenn ich Ihnen erzählen könnte. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich alles erlebt habe. Да, много пережили, да? Ой, Господи, милостивенький, Господи, гнедия Мати Божия. Гнедия, Год. Ой, горенько, мое горенько.
Da, nu, da. Ich bin 33 Jahre alt. Ja, ich schau, ja, ich schau. Sie hat Kinder gehabt. Ich bin 70 Jahre alt. Da. Sie hat so viele Kinder gehabt und alle verloren. Da, da. Ich muss das среди ясной зареветь сюда, nu, da. Ну уже прощаюсь. Я была по чаю. Я была по чаю 10 раз. Я ходила, Богу молюся. Я веру в Бога. Да, ну да. Хотим прощаться, нам надо дальше ехать уже. Ой, а куда вы едете? Домой, домой в Германию. В Германию, мы немцы. Дайте мне лекарства, ноги, чтобы да, так не болели. Да, да, люди да, добрые, я ничего... Solche guten Leute, haben Sie nicht noch Medikamente für mich, für meine Knie? Да, нет, ничего. Так, вот и его костюмахи болят. Да, 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 sind die, tun die Knie. И коровы ведаете, я не могу. Wir haben noch eine Kuh und ich kann nicht mehr melken. Да. Нет, ничего, нет, ничего нет, нам дадите. Нет, 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 ничего нам, нет, все. Вам и тебе. Да. Ну да, всего доброго, из богатства. Ой, Господи, Матерь Божия. Да. Ой, Господи, отец и сын. Ну да. Ой, моя дочечка. Моя Töchterchen, моя Töchterchen. Вот так живу с твоей каликою. Да. Дайте еще раз поцелуй вас. Не гидуйтесь, я здорова. Haben Sie keine Angst, ich bin gesund. Я здорова. Да, ich bin gesund, haben Sie keine Angst vor meinen Küssen. Да, да, ну да. Бог с нами всеми, да? И Бог с вами. Да. Дочечку, иди сюда. Відпущення рівня загальної захворюваності відбудеться за рахунок збільшення хвороб повної травлення на 10%. Рахує лікарів уже вплив на чайну. Окей, шарі. Життя нема. Так не можна від хліба відказуватися. Іди на сюди, дочка. Так не можна, так не можна. Ви не дивуйтеся, що я так плачу. Я плачу, бо в мене дитина каліка. Спасибо. Спасибо. Іди на сюди. Спасибо, спасибо. Всего вам доброго. Без мені стікого сенсу не домагали. Спасибо, спасибо. От мене нічого не поділили. У нас все, все є. Серехи є чого. Да. Ну да. Привіт, дочки є що. І все. Да, со мною. Да, ну все уже. Уже нас тут. Хліба не можна. Нет, есть у нас. Есть хліб і все есть у нас. А в мене мазурок є. Солодкий, хороший мазурок. Український. Все є, спасибо. Покушайте, га. То ж там трутки нема. Нас ждуть, дуже ждуть. Ще раз. Да, да, і вам теж всього доброго. Приїдьте ще. Да, комді, нохмал, ви кажете, але не спрейте. Ну є, да, да, все. Да, да.